Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute auf dem Bilsterberg. Firma Conti hat eingeladen und zwar ist heute die große Vorstellung. Eigentlich ist es nicht die große Vorstellung, sondern der erste Endkundenkontakt mit dem neuen Conti Sportkontakt 7 Reifen. So, der ist hier natürlich auf unserem Fahrzeug drauf, in dezenten. Ich kann auf meine Quartettkarten gucken. 265, 35, 21 und 305, 30, 21. Dezente Größe, würde ich sagen. Dezente Größe. Audi RS e-tron GT. Extra Karten gemacht hier. Das ist der Spickzettel hier. 600 PS Peak Systemleistung. Ich glaube, eigentlich hat er nur 530. 2,3 Tonnen. Das werden wir natürlich gleich erstmal überprüfen, ob es nicht zufälligerweise 3 Tonnen sind. Ah, zufälligerweise die Wagen dabei. Kurz zum Reifen, Conti Sportkontakt 7. Conti extrem stolz auf den Reifen. 5 Jahre Entwicklung. Aussage von den Ingenieuren. Auf Nässe unschlagbar. Es hat zum Glück geregnet, das können wir gleich testen. Elektroauto dafür auch perfekt. Und selbst im Trockenen soll der Reifen endlich sogar mal funktionieren. Und im Trockenen soll er zum Beispiel beim Bremsen sogar fast an den Semislick rankommen. Also da steckt jede Menge Entwicklung drin, ganz speziell in der eigentlichen Mischung von dem Gummi. Aber da gibt es auf jeden Fall Leute, die Thematik Reifen besser erklären können. Wir sind heute zum Fahren hier. Also, was machen wir? Das allererste Mal Elektro auf dem Bilsterberg. Mal gucken, wie sich das Ding überhaupt schlägt. Ob da nach einer Runde Feierabend ist, ob wir 2, 3 Runden schaffen und so weiter. Aber als allererstes fahren wir einmal rüber und ab auf die Waage. Kilo. 2350. Was haben wir jetzt hier? 2363. Also, man darf halt bei sowas auch immer nicht vergessen, 2350 Kilogramm, das sind halt über 2 Tonnen, ne? Ja, das ist das gleiche wie der Bus wiegt. Ja, aber ich glaube, der ist ein ganz kleines bisschen schneller als der Bus. Aber dafür haben wir auch 265er Pellen, 305er Schluffen hinten. Ich würde sagen, wir testen mal. Soll ich sagen, was wir als allererstes jetzt machen? Was denn? Wir fahren in 0-100 im Regen. Ich glaube, das ist perfekt. Ich dachte, okay, der fährt im Regen genauso gut wie auf trockener Straße. Probieren wir aus. 3,6 Werksangabe. Komm her, das testen wir als erstes. Zu zweit. Starten wir doch mal den Motor, ne? Jawohl. Ah. Im ersten Moment denkt man sogar so tatsächlich. Boah, lass mich sicherheitshalber mich mal anschneiden. Besser, ne? Ja, besser ist das, glaube ich. Bist du so ein Elektroding schon mal gefahren? Nee, noch gar nicht. Also wirklich. Gar nicht. Ich auch nicht. Also zumindest nicht einen Audi e-tron GT. Ich war ja nur bei JP mal in dem Tesla mitgefahren. In dem Tesla, in den Taycan mitgefahren. Ja. Und der macht ja diese Spacing-Geräusche. Ja, also ich könnte mir vorstellen. Richtig geil. Weiß nicht, ob der das hier auch macht, weil ich glaube, das ist ja Taycan-Basis auch hier. Ja, ist die gleiche Basis, soweit ich weiß. Aber ich freue mich richtig, weil uns wurde so vorgeschwärmt von diesem Conti-Reifen jetzt im Regen, dass das jetzt eigentlich, dass das eigentlich richtig perfekt ist. Schweres Auto, nasse Fahrbahn, kann nur witzig werden. Bilsterberg kennen wir ja zum Glück mittlerweile in- und auswendig. So, wir müssen auf jeden Fall uns irgendwie doch noch mal kurz mit diesem Fahrzeug beschäftigen. Und ich brauche gleich auf der Strecke irgendwie eine Übersicht über die Reichweite und irgendwie Temperatur oder wie auch immer. Ich gucke gerade. Hier haben wir Power und Charge. Oh, 290 Kilometer. Ich schaffe mal eine Runde mit das. Können wir noch ein paar. Also wir sind zum Glück hier komplett allein auf dem Bilsterberg. Das heißt, wir können, also exklusiv mit der Conti, wir können das Ding jetzt wirklich so richtig testen. Und ich würde vorschlagen, wir rollen erstmal so langsam los und dann gucken wir mal, was passiert. So, los geht's, Bilsterberg. Ja, super. Aufgeregt? Was heißt aufgeregt? Haben wir eigentlich schon verraten, dass wir gleich noch fahren? Nee. Also es ist ja wirklich erstmal hier das erste, das ist ja wirklich ein reines Warm-up. So kann man das ja schon sagen. Ja, keine Ahnung, wie der so performt hier. Lass mal reinfühlen, wie ich sage. Wir geben mal ein bisschen Gas. Ah. Also, wie man gerade schon gehört hat, ein bisschen Geräusche macht er tatsächlich auch, ne? Also ist nicht so, als wenn er gar nichts an Geräuschen macht, ne? Das stimmt. Also,
ich kann jetzt schon auf den allerersten Metern sagen, Elektrofahren auf der Rennstrecke ist definitiv nochmal gleich ganz was anderes, weil das Ding definitiv reintreten und sofort geht. Mhm. Also du kannst wirklich ganz gezielt mit dem Fuß das Ding steuern. So, pass auf, wir müssen jetzt mal hier auf jeden Fall auch nochmal einmal gucken mit der Rekuperation. Die würde ich jetzt einfach mal am stärksten einstellen. Das ist ja quasi noch eine zusätzliche Bremse, würde ich mal sagen, so, ne? Ja, genau. So, das ist scheinbar, würde ich sagen, hier das Stärkste, was jetzt geht. Wir cruisen hier mal ganz locker lang. Ja, ja. 70. Guck mal, hier hinten ist die Strecke sogar tatsächlich schon trocken wieder. Hat so ein Elektro eigentlich auch einen Launch Control oder wie ist das? Ich frag's den Falschen nicht, ich hab echt gar keine Ahnung davon. Witzig ist, man fährt gefühlt genauso, also man hält auch das Lenkrad fest und will die sich die ganze Zeit aufs Schalten vorbereiten dafür, dass man eigentlich gar nicht schalten muss. Ne? Ja. So, ja schade, ich dachte wir könnten im Nassen fahren, aber trockene geht natürlich auch. So, wer hier ist doch alles lustig, munter, leer. Okay. Das war eine 3,19. Ja, da würde ich doch mal sagen, haben wir doch mal die Conti-Werksangabe direkt mal dezent unterboten. Ne? Ich habe schon wieder vergessen, was es war. 3,6 stand drauf. Ach echt? 3,6, ja, ja. Der wird auch noch schneller fahren. Der war ja auf den ersten Meter noch eher ruhig, aber 3,1 auf 100 einfach mal so aus dem Ärmel geschüttelt. Das reicht auf jeden Fall schon mal. Das ist schon nicht schlecht. Das ist schon nicht schlecht, ne? Finde ich auch. So, und jetzt wird es aber interessant, weil jetzt wollen wir mal ein paar Meter machen hier. So, und dann geht sie los. Also, jetzt ist das Interessante bei einem Elektroauto, a 2,3 Tonnen, wie schlägt sich die Bremse? Teilweise ist es hier natürlich noch nass, da müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Wie funktioniert der Conti-Reifen im Regen? Fühlt sich auch gut an. Ja, und wie fährt das Auto generell? Also Beschleunigung ist schon witzig, weil, guck mal, 180, 190, das ist schon... Das geht schon schnell hoch. So, jetzt hier auf der Bremse merkt man natürlich schon auf jeden Fall die Masse. Aber guck mal, wie cool das Ding hier auf jeden Fall noch einlenkt. Ne? Ja. Das, guck mal hier, für eine nasse Strecke. Und hier kann ich jetzt genau mit dem Fuß das Auto natürlich richtig schön rauszirkeln. Ne? Ja. Boah, aber guck mal hier, für eine nasse Strecke. Oh, da kommt er ein bisschen. Ja, ist auch Curbs. Curbs ist ja im Nassen immer das Rutschigste, was geht. Aber krass, wie er das macht. Bremse auch gut, einlenken, kein Untersteuern, gar nichts, ganz bisschen. Auch okay. Macht er auch brav. Also gefühlt sind wir noch weit vom Grenzbereich weg. Hier kommt man leicht ins ABS rein, leichtes Untersteuern, aber wirklich wenig. Ja, krass, gar nicht gedacht, dass er das so gut hier macht. Jetzt hier wird es schon wieder trockener. Das heißt, hier können wir mal gucken. Okay, hier schiebt er über die Vorderräder, aber das ist halt brutal. Wie man hier wirklich übers Gas das Ding regeln kann. Ne? So, hier müssten wir jetzt eigentlich merken, der wird ja auch schon dieses 48 Volt Stoßdämpfersystem haben. Das heißt, merkst du, wie kontrolliert der hier durchgeht? Ja, extrem. Also man hat wirklich kaum Wippen, gar nichts. Ja, zack, unten 200. Okay, auf der Geraden, muss ich wirklich schon sagen. Schon nicht ohne, ey. Wir gleich die erste Runde geschafft. So, hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Hier ist es noch nass, aber auch da, obwohl ich schon provokant die Curbs mitnehme, ne? Merkst du? Ja. Jetzt mal ein bisschen stärker bremsen. Krass. Hast du gemerkt, wie er selbst das macht? Ja. Ja, wir mussten leider einmal kurz rausfahren. Ein großes Unternehmen, irgendwo auch verständlich. Corona-Regeln. Obwohl wir beide getestet, einen ganzen Tag zusammen im Büro sitzen, müssen wir jetzt einmal die Masken tragen.
Sonst geht das hier leider nicht weiter. Auch noch die guten FFP2, da lassen wir uns definitiv den Spaß nicht von versauen. Ne? Auf gar keinen Fall. Was sagt die Reichweite jetzt so? 222 Kilometer, aber schon hier so, guck mal, wir waren mit 3/4 gestartet. Ja. Jetzt ist die Hälfte davon nochmal wieder weg. Also das waren jetzt somit ein Achtel der Reichweite für keine 2 Runden. Aber ich muss persönlich sagen, wirklich, hätte ich nicht gedacht. Denke mal so eine 2 Minuten 8 kriegt man mit dem Koffer hin. Ja, ich glaube tatsächlich noch schneller, um ehrlich zu sein. Ja, ja, das merkt man hier als Beifahrer nicht so. Der fängt schon relativ schnell, merkt man, wie das Gewicht anfängt zu schieben. Mhm. So, und da ist dann halt einfach Grenze erreicht. Ne? Okay. Ja, was ich nicht so entspannt finde, sind die Sitze. Ich rutsche extrem hin und her. Das war ja das, was wir beim Abarth dann auch irgendwann hatten. Dass, hier die Traction Control. Die Sitze irgendwann einfach zu... Ich habe schon wieder drin gemacht. Das war eigentlich nur meine Anfrage. Danke. Ab einem gewissen Level von Auto braucht man einfach den Sitz. Ja. Da muss man einfach fest drin sitzen. Ne? Ja gut, unterm Strich ist halt kein Rennwagen hier. Ne? Nee. Das muss man halt festhalten. Ja, ist eigentlich das Gegenteil vom Rennwagen. Ja, ne? Ja, klar. Interessant ist halt einfach nur, wie gut das Ding wirklich mit dem Fuß sich fahren lässt. Ja. So, ich würde sagen, wir fahren den jetzt mal eine Runde kalt und dann lassen wir es nochmal knallen. Also hier ist es noch nass. Kurve ist auch noch was. Hier draußen geht's. Yes. Wird's trocken noch? Ich will nicht wissen, wie lange die hier Sound Engineering betrieben haben. Die Geräusche so hinbekommen haben. Ne? Ja, ja. Aber wie gesagt, beim Taycan finde ich es halt noch mal krasser. Ja. Der kickt immer richtig, ne? Ja, aber das ist dieses 48 Volt Stoßdämpfersystem, der zieht in dem Moment wirklich das innere Rad runter. Ja. Also der zieht wirklich die Räder runter und deswegen neigt und wankt der ja wirklich fast gar nicht. Mhm. Guck mal, wie man hier einfach durch kann. Ne? Mhm. Hier ist es übrigens noch nass ein bisschen. Da sieht man mal schon, wie gut der Reifen hier im Nassen funktioniert. Ja. Also das Auto, was wir gleich fahren, wird auf jeden Fall noch ein Spaß bei dem. Ja. Bei dem Belag. Also da muss es definitiv noch ein Tucken. Ein bisschen trockener sollte es da schon noch für werden. Hier auch. So, und los geht's. Jetzt schiebt er dann. Dann wollen wir doch mal auf eine Runde. So, gehen wir mal ein bisschen softer an. Ja, doch. Leichtes Untersteuern, aber mit dem Fuß perfekt regelbar. Da regelt er weg. Hier bremsen wir lieber ein bisschen an. Schiebt er. Also ich muss wirklich sagen, dafür, dass es noch leicht nass ist auf der Bremse, auch hier schon der Reifen wirklich extrem. Für das Fahrzeuggewicht muss ich wirklich sagen, gut ab. Macht das schon richtig, richtig Laune. Außerfalle. Steuern. Guck, und hier ist es nass und trotzdem funktioniert. Also das ist wirklich krass, dass der da so durchschiebt, obwohl es noch so nass ist.
So, die Kurve, da merkt man natürlich das Gewicht einfach. Ja. Das ist schon Grenze. Dafür kann man natürlich richtig schön ausbeschleunigen. ABS am Regeln, aber wirklich auf der Bremse echt. Für leicht nasse Strecke wirklich gut. Traktion ist natürlich durch den Allrad eine 1. Ne? Ja. Da ist wirklich 2 Minuten 9. Ne? So, jetzt merkt man, dass die Reifen auf jeden Fall wärmer werden. Hier waren wir letztes Mal ein bisschen zu schnell, da gehen wir es ein bisschen langsamer an. Eng. Damit wir hier früher aufs Gas können. Jawohl. Aber Bremse macht das weiter mit. Witzig, ich will wirklich immer schalten. Musst du nicht. Kommen wir doch der Sache schon näher, würde ich sagen. Wie ist halt Beifahrer? Super. Nee, wie gesagt, als Beifahrer, dadurch, dass ich halt kein Lenkrad in den Händen habe, sondern auch dich auf die Kamera ein bisschen konzentrieren muss. Und das kommt noch dazu, bräuchte ich ein bisschen mehr Halt im Sitz. Ja. Den habe ich hier einfach gar nicht. Mehr kann ich nicht bewerten. Ja, aber die Runde ist schon wirklich krass, wie es einen hier aushebelt. Sieht auch gut aus. Untersteuern. Ja, mehr geht da nicht. Da sind wir definitiv schon am Limit dran, hier auch. Wie ihr merkt, ABS am Rattern. Hier rum. Spät bremsen. Und ganz außen rein. Und früh. Gas. Puh, ja, haben wir es. Jetzt bin ich gespannt. Was sagt die Zeit? 2,755. Aber gar nicht so schlecht getippt, oder? Ja, ist gut. 2,7. Jetzt hat er. Jetzt merkt man auch so ein bisschen, dass ich finde, dass die Leistung weniger wird. Okay. Also nicht viel, aber gefühlt ist es schon so, dass die ein bisschen abnimmt. Aber Wahnsinn, also 2 Minuten 7 mit dem Koffer, ja. Als Erinnerung, ich bin mit dem Abarth auf Semislicks 2 Minuten 6 gefahren, klar, leistungsmäßig ganz andere Liga, aber x Runden im Trockenen richtig ausgequetscht, gerade in dem Teil hier steckt ja noch richtig Potenzial, ja. Also ich bin zufrieden. Ja, ich auch. Top gemacht. Da vorne brennt. Gerade eben war es noch viel schlimmer. Er hat irgendwas gebrannt, ne? Ja, markentechnisch ist das hier auf jeden Fall was anderes, ey. So, aber was ich halt sagen muss, natürlich ist das hier geil. Das macht Spaß. Man kann es auch ultra kontrolliert fahren. Mhm. Aber es fehlen die Emotionen. Wir brauchen Benzin, wir müssen ballern. Wir müssen das riechen, wir müssen das hören, wir müssen das fühlen, sagst du. Conti hat natürlich ein paar Fahrzeuge mehr mitgebracht und ich würde sagen, das war's zum E-Tron. Und jetzt wird's ernst. We'll be right back.
sympathisch ist auf jeden Fall schon mal das erste Auto hier heute, wo ich mir Sitz und Lenkrad mal genau so einstellen kann, wie das eigentlich sein muss. Ja, sieht gut aus auf jeden Fall. Das kann ich auf jeden Fall schon mal gut sehen. Rückenlehne noch ein ganz bisschen schräger nach hinten. So, Maxis Magen macht das nicht mit. Das heißt, Joni, du musst jetzt übernehmen hier. Los geht's. McLaren 27S, auch geil. Noch nie so ein Auto gefahren und jetzt direkt auf Rennstrecke. So, Reifen sind jetzt natürlich kalt. Die werden wir jetzt erstmal ein, zwei Runden. Also das Auto weiß ich auf jeden Fall schon mal mit Vorsicht zu schätzen. Da werden wir auf jeden Fall langsam fahren. Witzig ist, linke Fuß, gar keinen Platz hier drin. Also ich bin gefühlt mit dem linken Fuß eigentlich schon fast am Vorderreifen. Bremse kommt spät. Also Bremse muss man wirklich richtig reintreten. Was schon mal einfach geil ist, ist, man sieht im Rückspiegel, sieht man den Spoiler aufgehen. So, jetzt gucken wir als allererstes mal, inwieweit die Strecke mittlerweile wieder trocken ist. Also, erster Eindruck, übelst geil das Einlenkverhalten von dem Auto. Also genau da, wo man hinlenkt, fährt dieses Auto auch definitiv hin. Das ist schon mal echt geil. Wenn dir schlecht wird oder so, Joni, musst du... Nee, ich hänge irgendwo wie so ein Affe auf dem Schleifstein. Zur Not musst du halt gerade sitzen und die Kamera einfach versuchen zu halten. Wenn es nicht geht, geht's so. So, ich muss wirklich sagen, bin auch ein bisschen aufgeregt, weil viel mehr geht nicht. So, jetzt gucken wir, jetzt gehen wir Gas. Okay, das ist natürlich auch geschwindigkeitsmäßig schon eine andere Liga hier. Das war mal nur ein bisschen reingetreten und sofort 210 km/h. Boah, das Ding liegt natürlich echt. Alter Schwede. So, die letzten 2000 Umdrehungen sind saftig. Ja, ja, kommt richtig. Also ist so saugermäßig definitiv abgeschüttet. Da merkst du richtig, wo der Frosch die Locken hat. Die Wippen gehen relativ schwer. Das heißt, man kriegt dann ganz gutes Feedback. Aber dieses Einlenkverhalten ist wirklich der Wahnsinn.
da geht das Ding auf der Bremse. So, jetzt gehen wir die Sache mal ein bisschen ernster an hier. Reifen haben jetzt Temperatur. Das Gefühl, dass die Reifen abbauen. Allerdings muss ich dazu sagen, ich bin jetzt hier immer noch im Race-Modus. Das heißt, er lässt leichte Eingriffe zu und ich sehe auch hier unten links immer, in welchen Bereichen er tatsächlich regelt. Und ich sage ganz ehrlich, in den Bereichen hätte ich das Auto definitiv in dem Moment nicht so krass unter Kontrolle. Also das ESP macht dieses Auto schon brutal schnell. Wir sind eine 1,57 gefahren, die letzte Runde hat er leider nicht genommen. Also ich denke mal, man kann mit dem Auto locker mit dem Conti-Reifen drauf im Bereich von 1,54 oder so fahren. Na? Aber gut, dass du nicht mitgefahren bist.
Ja, war besser so, sagst du. Gegenüber dem Ferrari, wo ihr nicht mit dabei wart, fährt deutlich spitzer, agiler, zickiger. Was krass ist, haben die Reifen wirklich dafür, dass es kein Semislick ist, wirklich mitgemacht. Also war jetzt nicht so, dass nach fünf Runden der Reifen abgebaut hat. Das war richtig gut. Heckantrieb, was man extrem merkt, ist, wie das Ganze so Boost by Gear abgestimmt ist. Das heißt, wirklich von Gang zu Gang wird es immer mehr. Wir lassen es jetzt allerdings bleiben, weil jetzt am Ende kam Motorkontrolllampe. Einmal McLaren anrufen, bitte. Ja, Klassiker. Klassiker. Ja, der hat ja auch ganz gut was gesehen heute bei dem Event. Ne? Das muss man ja einfach mal dazu sagen. Joni hat aber tapfer die Kamera durchgehalten. Ja, zwei mega Auto gefahren. Vielen Dank für diesen geilen Tag auf dem Bilsterberg. Vielen Dank an das ganze Conti-Team. Bordkontakt 7 Reifen. Derjenige, der jetzt am liebsten sofort einen haben will, werden erst nächstes Jahr ausgeliefert. Ich würde sagen, war geil, ist irgendwie krass, dass man würde sich ja eigentlich freuen, so ein Auto mal auf einer normalen Straße zu fahren, ne? Yeah. Und wir gleich direkt auf der Rennstrecke, noch teilweise nass und gib ihm so ungefähr, ne? Aber nur so lernt man richtig das Fahren, hat übelst Bock gemacht. Dieser Race-Modus funktioniert wirklich extrem gut. Ich habe im Augenwinkel immer nur gesehen, in welchen Momenten die Lampe leicht geblinkt hat. Sie hat definitiv geblinkt. Heckantrieb, Mittelmotor. Muss auch so sein. Aber das Fahren... Das waren wirklich Momente, da war ich wirklich heilfroh, diese Regelung zu haben. Weil so Ausgang, Hubkurve, da musst du dann wirklich erfahren und schnell am Lenkrad sein, wenn du so ein Ding in dem Moment auf jeden Fall noch einmal wieder fangen willst. Deswegen alles richtig gemacht und tschüss.